Sommer 2018. Das Wetter ist so überschaubar gut. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache eine schöne Reise zum Gardasee. Und zwar mit Motorrad. Die Strecke habe ich mir schon rausgesucht. Erster Punkt bei der Reiseplanung immer, wo fahre ich lang, welche Autobahnen sind möglicherweise gesperrt. Aber man sollte nicht nur die Route sich genau angeschaut haben, man sollte auch das Motorrad checken. Und was ich da tue, bevor ich losfahre, das zeige ich euch jetzt. So, bevor so eine Reise losgeht, zum Gardasee oder ganz egal wohin, muss das Motorrad durchgecheckt werden. Und der allererste Blick, der geht ins Bordbuch. Warum ist der Blick ins Bordbuch so wichtig? Ganz einfach, die Inspektion, die macht man immer am besten vor der großen Reise. Das erspart einem Sorgen. Ich gucke mir vor so einer größeren Reise immer gerne noch mal ein bisschen zusätzlich die Technik an. Zunächst mal sind da die Reifen. Ist noch genug Profil da? Wie sieht das Profil aus? Sind vielleicht irgendwo Risse drin? Das könnte dazu führen, dass der Reifen vor der Reise vielleicht besser sicherheitshalber getauscht wird. Flüssigkeitsstände. Vor allem ganz vorne mit dabei ist genug Bremsflüssigkeit vorhanden. Wenn nicht, sollte die unbedingt aufgefüllt werden. Dann Schläuche und Kabelleitungen. Sind die in Ordnung? Sind die vielleicht irgendwo rissig? Sind die vielleicht irgendwo geknickt? Unbedingt nachschauen, gegebenenfalls beheben, wenn es nicht in Ordnung sein sollte. Dann Lichter. Ich weiß, wie banal das klingt, das funktioniert doch. Funktioniert doch, wenn ich morgens zur Arbeit fahre auch. Ja, richtig. Es ist aber besonders ärgerlich, wenn irgendwo, wo man es nicht erwartet, irgendwo, wo man garantiert keine Birne kriegt, der Blinker ausfällt. Und natürlich die Bremsen. Das ist relativ einfach. Ist genug Belag da, ist die Frage Nummer eins. Sind die Bremsscheiben in Ordnung? Ist es vielleicht irgendwo riefig? Sieht das irgendwo nicht so vertrauenserweckend aus? Die Punkte sollte man durchschauen. Das gibt ein besseres Gefühl, wenn man losfährt. Thema Packen, Thema Beladung. Gepäcksysteme sind vom Motorrad, von den finanziellen Möglichkeiten und von den Geschmäckern abhängig. Diese BMW hier hat die Luxusvariante mit den Alukoffern. Hierbei ist vor allem zu beachten, dass die gleichmäßig bepackt werden und die schweren Sachen nach unten kommen. In mein Topcase hier oben tue ich die Dinge rein, die ich bei einem kurzen Stopp möglichst schnell zur Hand haben möchte. Mein Erste-Hilfe-Set, meine Regenhose, die Thermoweste für meine Jacke, meine Papiere, kurzum die Sachen, die ich möglichst schnell, möglichst einfach bei einem kurzen Stopp zur Hand haben möchte. Wenn ich jetzt in Italien die leckere Weinflasche gekauft habe, bedeutet das, die kommt natürlich nicht hier oben rein. Die ist sperrig, die ist schwer und sie ist zerbrechlich. Die gehört hier unten hin. Vor der Reise steht natürlich der obligatorische Besuch an der Tankstelle an. Klar, wichtig ist beim Tanken vor allem das Tanken im Ausland. Nicht überall in Europa heißt der Sprit gleich. Und wenn ich über Europa hinaus fahre, ist nicht überall die Spritqualität gleich. Das macht schon Sinn, sich da vorher klar zu machen, was erwartet mich und was erwartet das Motorrad am Ort, wo ich ankomme. Vor einer großen Reise ganz wichtig, Luft prüfen. Speziell, wenn man die Maschine beladen hat, speziell, wenn man gegebenenfalls noch jemanden mitnimmt, sollte der richtige Luftdruck da sein. Die BMW R1200 GS Adventure hier braucht 2,5 Bar Druck vorne und 2,9 Bar Druck hinten. Sie hat Reifendruckkontrollsensoren, die einem Bescheid sagen, wenn der Druck nachlässt, was ganz wunderbar, ganz komfortabel ist. Das zu überprüfen lohnt sich trotzdem, denn es ist immer blöd, wenn der Reifendruckkontrollsensor 50 Kilometer hinter der letzten Tankstelle anschlägt. Gute Sicht ist was ganz Entscheidendes auf einer längeren Reise. Wichtig ist nur, nicht nur die Windschutzscheibe sollte schön sauber sein. Hier ist noch eine Scheibe, die nach guter Sicht ruft. So, Flüssigkeit und Energie sind bei einer längeren Fahrt verdammt wichtig. Deshalb habe ich mir einen Wasser- und Energieriegel gekauft. Weil ich sie bei der ersten Pause möglichst schnell gerne zur Hand haben möchte, tue ich sie in mein Topcase. Das war jetzt meine Liste. Jetzt interessiert mich, was würdet ihr tun?
Was macht ihr für die Reisevorbereitung mit dem Motorrad? Was habe ich möglicherweise sogar vergessen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Das Wichtigste ist aber, nach den ganzen Vorbereitungen, der ganzen Technik, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig.